Also entweder kriegst du Magenschmerzen oder du hast wirklich was Kleines. So hart! Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Video auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Zum einen neues Format bei den Kommentaren. Also ihr wählt den Döner, wo ich als nächstes hinfahre, direkt. Also das Top-Kommentar in den Kommentaren schickt mich direkt zum nächsten Döner. Also gibt auch viele Likes auf den Döner, den ihr sehen wollt. Das ist Nummer eins. Dann in diesem Video muss ich sagen, Leute, ihr habt mich einmal wirklich enttäuscht jetzt. Also 1,5 Döner in diesem Video haben mich echt enttäuscht, muss ich sagen. Die haben mich echt enttäuscht. Also wir suchen, wie gesagt, den besten Döner Deutschlands. Aber ihr habt mich auch mal wieder einerseits gnädig gestimmt. Ein Döner, 17 Jahre Döner-Erfahrung. Wir haben alles in diesem Video. Wir sehen uns gleich im Video. Lasst mir euer Kommentar in den Kommentaren. Wählt den Döner direkt, den ihr sehen wollt, für das nächste Döner-Video. Und wir sehen uns gleich beim ersten Döner. Wir sind mitten im Video hier. Die Jungs, weil wir wollen ja Berlin-Döner testen. Was habt ihr eben gesagt zu Roulette? Kann sehr gut sein, kann aber nicht so gut sein, aber ist allgemein sehr guter Döner. Auf jeden Fall Oldenburger Original. Das kann man nicht sagen. Ist das echt so? Also entweder kriegst du Magenschmerzen oder du hast wirklich was Geiles. So hart. Eins muss ich dir noch sagen, ne? Ja. Ich finde deine Brille echt geil. Ey, das wollte ich dir auch sagen. Wir haben fast die gleiche. Ja, das passt. Werdet einfach eine Person auf. Hast du auch stabilen Schwanz bestimmt, ne? Ja, das würde ich jetzt mal behaupten, ja. Geil. Wir sind angekommen bei Setters Döner. Interessant daran, direkt nebenan hier, das ist auch noch ein Dönerladen. Also direkte Konkurrenz, was mich ein bisschen stutzig macht. Mein Vater sagt immer, gegen kein Restaurant, wo keiner sitzt. Wir sind hier, eure Empfehlung. Da ist 5-mal voller. Da ist er. Da ist er. Ich muss immer sagen, ne, es muss natürlich kein schlechtes Zeichen sein, aber ich bin immer leicht skeptisch, wenn es beim Dönerladen dann halt auch so passt. Also muss kein schlechtes Zeichen sein, aber ich denke mir, beim Italiener kaufe ich ja auch keinen Adana-Kebab. So, aber das muss nicht schlechtes heißen, wie gesagt. Also ich habe hier nochmal zwei Jungs am Start zu dem Döner. Sag mal ehrlich, Jungs, was sagt ihr zum Döner? Top? Ja, also ich finde, in meiner Meinung nach, in Oldenburg ist einer der besten Döner. Ja? Ja, sehr gutes Fleisch. Ja. Okay, ich bin gespannt. Also hat es dein Prüfsiegel, hat es auf jeden Fall am Start, ne? Ja. Okay, ich will, wenn du das Video guckst, meine Rückmeldung sehen dazu. Ja. Danke euch, ne? Also es wird sich richtig Mühe geben, auch auf die Zitrone hier, dieses Pulver auf, mit Leidenschaft und Liebe. Also eine Sache schon mal, was einfach in der Hektik schief gelaufen ist, ne? Also jetzt kein Vorwurf, das passiert, aber wir wurden nicht nach Soßen gefragt, deshalb wir wissen jetzt nicht, welche Soßen wir drin haben, nur als Info. Ein wirklicher Dönerkenner analysiert den Döner von Anfang an durch. Er nimmt jede Kleinigkeit wahr und speichert alles ab, um den Döner als Gesamtkunstwerk oder auch nicht wahrnehmen zu können. Dieser Döner, das erste, was auffällt, du nimmst ihn hoch, relativ weiches Brot, sowas muss beim guten Dönermann gewollt sein. Ich gehe von aus, es ist gewollt. Ich unterstelle das mal, denn ein guter Döner kann kein Zufallsprodukt sein. Jetzt schauen wir mal. Der Gemüsedöner. Wunderbar, gut, hätte ich nicht mit gerechnet. Bewertung natürlich am Schluss. Ich habe mit weniger gerechnet. Weiß nicht warum. Manchmal gibt man ja voreingenommen rein. Aber ich lasse mich nur von den Fakten leiten. Ich habe eine leichte Säure oben im Döner. Durch die Zitrone nehme ich an. Wir haben Pilze da drin, was ich sehr geil finde. Fleisch nehme ich gar nicht bisher so wahr, richtig? Das sind die Hard Facts am Anfang. Jetzt nochmal kurz der andere Döner. Ordentlich Gemüse oben. Das ist der normale Döner. So, Döner Nummer 2. Sozusagen der normale Döner. Probiert. Ich werde erstmal nichts zu sagen. Die Bewertung gibt es am Ende des Videos. Wir gehen jetzt erstmal weiter zum Mangal, glaube ich. So, beim Mangal-Döner angekommen, was man schon mal sieht im Hintergrund. Es ist sehr viel los, im Gegensatz auch zu eben zum Döner. Ja, für mich ein gutes Zeichen. Wir gehen mal rein jetzt. Ich
weiß nicht, ob ihr mir jetzt zustimmt, aber wenn man das so sieht mit diesem Holzkohlegrill und alles drum und dran, ich schwör's euch, ist immer gleich ein anderes Feeling. Kann alles potenziell nicht gut sein, aber durch den Grill assoziiert man einfach gleich irgendwie heftig. Das wird geil. Was mir auffällt direkt, nicht viel Tamtam. Es sind zwei Spieße, beides Kalb, kein Hähnchen, keinen großen Wirbel. Wisst ihr, einfach eine Linie und gut. So führt sich das auch bei dem Salat weiter. Wir haben nicht viele Salatsorten. Wir haben keine Gurken, wir haben nur Tomaten, wir haben drei Sorten. Wir haben unten noch zwei Soßen. Knoblauch und Mangel sehen sehr speziell aus. Wir haben jetzt den Kollegen aus dem Laden. Was ist die Philosophie dahinter, dass ihr halt nicht so viel habt? Wir wollten nicht so viele Sachen dazu in einen Döner machen. Das kommt ganz so einfache Döner. Und die viele Leute, die magen das so, kommt einfach mit ein bisschen Tomaten, Zwiebeln, Eisbergsalat, mehr nicht. Einfach mit Kalbfleisch, das schon lange so, mehr als 10 Jahre da war so. Und wir haben viele, viele Kunden, die sagen uns immer, machen weiter und bleiben einfach so. Die Soßen, die sind so ansprechend. Ich würde beinahe sagen, Geheimrezept ist doch bestimmt von Mama zu Hause, dieses Geheimrezept. Ja, das mit viel Liebe. Ganz viel Liebe, ne? Der Besitzer vom Laden hat mal gewechselt, aber der Kollege, der die Soßen macht, seit 17 Jahren macht er das. Ja, immer genau. Wieder, nach gleichem Rezept, immer ne? Gleich. Genau. Ja. Okay, danke dir, mein Lieber. Wir werden jetzt kosten, den Döner. Danke sehr, für euch auch. So, ich habe noch mal zwei Ehrenmänner am Start, moin Jungs. Moin. Sag mal so ganz kurz, was erwartet mich beim Döner hier? Ich würde sagen, hier aus Oldenburg einer der besten Dönerläden, die wir haben. Der beste vielleicht sogar? Ist der beste, eigentlich der beste. Die Soßen sollen heftig sein. Ja. Die Soßen sind wirklich sehr, sehr gut. Die Schafe ist geil, scharf und die Kräutersoße ist auch sehr lecker. Okay. Ihr macht mich hungrig, Jungs, ihr macht mich hungrig. Danke euch für das Statement eben, ne? Ja, du lass dich schmecken. Kuss. Kurze Unterbrechung, Amazon-Gutschein zu verschenken. Gratis, lau, keine Verpflichtung, gar nichts. Das möchte ich euch erklären. Clark hat diesen Gutschein zu verschenken. Clark ist eine Versicherungs-App. Die haben sich zur Mission gemacht, eure Versicherung zu optimieren. Das heißt, die machen bei euch einen Bedarfscheck. Checken, wie sieht die Lebenssituation bei euch gerade aus. Was braucht ihr nicht? Dementsprechend könnt ihr auch Versicherungen hochladen, die ihr bereits habt. So kriegt ihr auch den Gutschein. Da könnt ihr bis zu 3 Versicherungen hochladen. Und für jede Versicherung kriegt ihr 15 Euro. Das heißt max 45 Euro. Und die gucken, ob sie eine bessere Versicherung haben oder vielleicht eine gleiche, die die gleichen Leistungen hat und irgendwie weniger Geld kostet. Das ist deren Mission. So, das Ganze kriegt ihr mit dem Code HOLLE45. Ist am Ende des Videos, blende ich das ein und auch noch mal in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr es abcheckt und weiter geht's im Video. Unterschied zum Brot eben, direkt Sesam außen. Auch wieder recht weich, recht brüchig auch unten. Das Brot sieht man, fällt ein bisschen raus, aber halt so wild passiert. Ich muss direkt sowieso sagen, ihr habt gute Empfehlungen heute. Ihr schreibt mir keinen Scheiß in die Kommentare. Weil die Döner, die ich teste, sind ja auch immer mehrfach vorgeschlagen. Ich teste nicht einfach irgendeinen, da muss ich einen knallen irgendwie. Ich schaffe auch nicht immer, alle Kommentare reinzublenden, aber ihr seid gute Community. An der Stelle auch danke an alle, die mehrfach immer in die Kommentare reinschreiben, schon ganz oft reingeschrieben haben. Das ist Support für mich, das bringt das Video nach oben. Das weiß ich zu schätzen und ich freue mich für jedes Kommentar. Gerade auch natürlich für die, die mehrfach reinschreiben. Das ist für mich Support pur. Zu den Soßen, das ist was Besonderes. Kann man nicht so sagen. Und damit beende ich auch hier die Bewertung zu diesem Döner. Die Endbewertung am Schluss des Videos. Also Döner Nummer 3. Also von außen standardmäßig. Mal gucken, was eure Empfehlungen bei diesem Döner können. Wir dürfen leider nicht drin filmen hier beim Berlin-Döner, aber es macht nichts. Ist halt so, muss sagen, bei einem Pizza-Video letztes habe ich ein bisschen eingekackt, weil ich salzig, weil ich so weit gefahren bin, aber ist natürlich verständlich. Jeder hat seine Gründe, alles kein Problem. Also wir wollten eigentlich zum Hier essen, muss man dazu sagen. So sieht er jetzt aus. Ganz anderer Stil als bei den anderen Dönern. Die weiße Soße schmeckt wie Mayo. Wirklich wie Mayo. So, also bestimmt Mayo, sage ich mal, Schrägstrich, Salatsoße. Die gibt es im Supermarkt, zack zu kaufen, keine Ahnung, von Knorr. Machst du rauf, schmeckt wie Mayo. Habe ich im Döner so noch nicht gegessen, ohne das jetzt zu bewerten. Also für mich ist Berlin-Döner Freude, Knoblauch scharf. Ja. Die Mix an Soße, ja. Das steht für Berlin-Döner. Fleisch tatsächlich oft eher so dieser Hackfleischspieß, das kommt schon ran. Aber mit den Berlin-Dönern, die ich in Berlin gegessen habe, hat es wenig zu tun. Wir sind am Ende des Videos. Ich werde jetzt die Bewertung zu den anderen Dönern jetzt einmal rein. Wir gehen jetzt, glaube ich, zu Zitters und kommen zum Schluss dann zu diesem Döner.
dann habt ihr direkt alles geballt. Meine komplette Bewertung. So, und zu der Bewertung vom ersten Döner. Ich kann euch sagen, der erste Döner überraschend gut. Ich würde ihm wirklich 8 Punkte geben. 8 von 10, überraschend gut mit der Säure. Diese Champignons drin, noch nie gegessen so. Wirklich, hat mich überrascht, hat mich positiv überrascht. Den anderen Döner, den normalen Döner, gebe ich eine. Für mich ist das der Inbegriff von Standarddöner. Ich muss einfach so sagen, kann man essen, ist aber nichts Besonderes dran. Einfach Standard. Wenn man Döner einfach ganz normal essen möchte, ohne viel Erwartung, aber auch nicht enttäuscht zu werden, gebe ich eine 6,5. Für mich eine ganz normale Standardbewertung. Jetzt geht's weiter zu der Bewertung von Mangaldöner. Es ist Kopfkino, weil ich versuche es wirklich immer ganz genau auf den Punkt zu bringen. Weil ich keine Scheiße erzählen möchte. Aber die Soßen sind krank, man hat das schon gesehen, es ist irgendwas Besonderes. Allein die Konsistenz, heftig. Das matcht einfach mit dem Döner. Das ist ein Döner für mich auch, den man halt nicht überall an jeder Ecke kriegt. Er kriegt von mir 8,2. Top-Döner ist mein Kopf frei. Macht mein Kopf kaputt. Ab geht's zum letzten Döner, zur Bewertung von Berlin-Döner. Also für mich ohne Bewertung einfach. Ich muss sagen, wir hatten in diesem Video auch wiederum viel Standard. Auch das ist für mich ein Standard-Döner. Diese Mayo gefällt mir nicht so gut, diese Mayonnaise-Soße. Allerdings in Kombi mit der Soße, es ist wenigstens Soße. Beim ersten Döner, beim Cedars, habe ich zum Beispiel, da habt ihr nichts von Soße gehört, weil sie nicht präsent war. Aber trotzdem war es nicht so wild. Muss ja auch nicht immer. Diese Soße ist fragwürdig vom Geschmack. Aber in Kombi nochmal mit der anderen geht es klar. Gibt diesen Döner 6 Punkte. Es ist jetzt nicht, ist nicht schlecht. So, es ist einfach ein Standard-Döner. Dafür habt ihr von mir jetzt die Bewertung. Ich danke euch. Also wie gesagt, die Kommentare, knallt es rein. Diesmal zwar viele Standarddöner gewesen, das kann passieren. Also Fazit heute, muss ich sagen, eure Kommentare haben heute nicht so reingehauen. 4 Döner getestet, 2-mal eine Standardbewertung. Da geht mehr, Leute. Denkt dran, bei den Kommentaren, wir suchen den besten Döner Deutschlands. Das ist ein Döner, den kann man essen, aber es hat nichts mit dem besten Döner Deutschlands zu tun. Kein Disrespekt an den Döner, es geht ja klar, aber bester Döner Deutschlands, da geht mehr. Haut mir euren Döner in die Kommentare, es muss rein. Ich danke euch fürs Zuhören, für euren Support. Die ganzen letzten Videos haben so geknallt, so gut geknallt. Ich danke euch dafür. Lasst mir vielleicht noch einen Daumen oben da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.